Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play South Park The Fractured But Whole. Und wir laden gerade den letzten Spielstand. Genau, da waren wir in diesen komischen Katzenzwinger, der in einen Restaurant war, genau. Sorry, das letzte Mal ist mal wieder ein bisschen her. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach der Katze von Cartman. Den hässlichen Scrambles, aber den sehe ich hier gar nicht. Aber ich denke, hinter dieser Tür verbirgt sich die Lösung des Rätsels. Also gehen wir mal rein. Hold on, sidekick. Sounds like there could be trouble behind that door. There's someone in there. Get ready. One, two, diabetes! See, I told you the cops were chasing me. And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Look, you're getting up, classy. These kids are cops? That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom fought it during labor, and it gave him diabetes that he uses to fight crime. That is not how people get diabetes. If they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch, too. Oh, shit. Y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business with y'all Tony Soprano-looking motherfuckers. So long, Captain Diabetes. Let's see your diabetes savior now. Uh-oh. Ah! What the? I want my keys! I don't have your keys, man. Ah! He's wasted on red wine. Red wine drunk is the worst drunk there is. Ah! Ah! Let's get the fuck out of here. All right, Captain Diabetes. This is it. Give me my fucking keys. You are in no condition to drive. Then die. Red Wine Drunk Randy. Boah, sieht das Bild geil aus, das wäre ein richtig geiles Wallpaper. Oh Gott, das geht wieder gut los. Der erste kleine Bosskampf hier. Okay, besiege Randy und beschütze die Schlüssel. You're being unreasonable, Mr. Mudge. Let me call your wife. Leave Sharon out of this, you little prick. Oh. Ah, scheiße. Zu langsam gesehen. Wie war das so irgendwie genau? That's not fair. Y'all can't be using your ass to speed up time and skip people turns and shit. Going for blood, guys. Oh, ist auch hier Mr. Mosquito. Schon sind ja alle hier. Das letzte Mal. Wie lange ist das hier? Ein, zwei Wochen? Ich glaube sogar noch länger. Ah, oh, ist ja ewig her. Also ich dauert immer ein bisschen, bis ich wieder drin bin, aber ist ja nichts Neues. So, wie, lass ich dich mal angreifen, das ist nicht gerade die größte Range. Vor allem, ich komme ja gar nicht nach vorne hin. Und Käse kann ich auch nicht angreifen. Ah, ich kann so lang gehen, okay. Das ist auch gut. Okay, dann treffe ich dich doch. Und angewidert. Jawohl, das liebe ich ja. Weil ich sagen muss, wenn er betrunken ist, ist er eigentlich an sich schon angewidert. Gott, wie er da steht mit seiner Unterhose. Hat er sich eingepisst? Ekelhaft. So, nach vorne angreifen kann ich hier. Ach, so geht's, okay. This might sting. I feel no pain. Und gleich ist er dran. Das mache ich am besten. Er ist ein bisschen verwirrend. Meinem Psychic-Kräften. Und jetzt kommt Captain Diabetes. Damit kann ich so angreifen, oder? Reicht das? Geht das? Jo, geht, okay. Shit, shit, hang on, Sharon's texting me. I can't type. Why the fuck can't I type? Why are my thumbs so big? Hey Siri, fucking... Take a note, tell my wife, just fuck off, because I'm fine. <Emoji.
quick puke. Well, hold on, you'll see. My keys! Make those little bitches hurt, baby. Give it up, you and your tiny puke. Okay, ich dachte gerade, ich kann jetzt wieder Zeit zurück, sondern aber geht doch nicht so, wie ich gedacht habe. Oh, das macht ziemlich viel Schaden. Insektenbiss. Oh, das macht Schaden. Der Mr. Mosquito oder Mosquito-Man oder wie der heißt, ist doch ziemlich geil. Den merke ich mir. So, und da geht auch was. 42. I bet on the wrong horse. Ja, und ich habe mal wieder ein paar Leute gefragt, warum ich das Ganze in der englischen Synchro spiele und nicht in der deutschen. Allein schon wegen den unglaublich geilen Akzenten. Denn ich weiß gar nicht, wie dieser Song es gesagt hätte. Ich denke, es wäre ganz anders rübergekommen. Irgendwie, also, ich spiele es auf Englisch einfach wegen der Originalsynchro, weil es einfach viel, viel besser passt. Und ja, wollte ich mal ganz gut gesagt haben. Never! Da haben jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Leute schon gefragt. Was für mich schon relativ viele Leute sind. Genau, machen wir das wieder. Atombeschleunigung. Ein bisschen aufspeeden, alten Speedster. Und. Schlag! Zack! Und Bams! Wie der Wichser abgeht. Und nachher, weil es so schön war. So, und der Rettung vom Captain Diabetes persönlich. Das Koma-Kombo. Genital-Talisman. Charakterbogen Captain Diabetes. Ah, das ist cool. Ein Genital-Talisman. Wer braucht denn sowas? Kein Mensch, aber ich hab's. Eine gebräuchte Artefakt, haben wir fertig. All I know is there's a kingpin trying to get new high-grade drugs out on the street. It's somebody trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Enough small talk. Where is Scrambles? Scrambles? We need this reward money for our superhero franchise. Oh, shit. Y'all just want a cat? So then there's Cisco. He just some low-class asshole started working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city because some big-shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. But not me. I'm my own pimp, you know what I'm saying? It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that to some high-paying nigga talking about trying to make more money off crime and shit. Classy, I'm sorry, but what about the cats? Oh, that cats? Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Sorry, Mrs. Cartman. Please don't tell my mom. And who is this stripper woman? These coon friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine, fast pass, take her to your house. Okay. And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park! Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Buca de Fagaccini where the vigilante declared war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person farting in people's faces on their balls. It was just terrifying. The kid came in and just started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person?
How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons? Three seasons! Police called to the scene found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick? There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, Midget, and of course, the question on everyone's minds now. Who is the farting vigilante? This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow. All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese and Russians do the rest. Everything has to be discreet and quiet, or people are going to learn the truth. That we put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Or the sixth graders. Oh, man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh, no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the king. Und? Switch. Oh, der 20 von diesen... Ganz ruhig, das war cool. Und jetzt 20 von diesen Punkten bekommen, super geil. Und ich weiß nicht, was mich ein bisschen mehr verstören soll. Dass die Russen mit den Sexkästen verglichen werden? Oder dass die Scrambles gefangen halten? Und dass seine Pisse irgendwie wie Drogen wirken? Oder irgendwas mit Drogen vermischt wird, damit die Leute aggressiver werden oder wie? Das war jetzt richtig krass verstörend. Ich weiß gar nicht genau, was da genau abging. Und die Polizei steckt dahinter. Das ist eine richtig krasse Story-Wendung. Aber, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Denn ich bin ja gerade, soweit ich gecheckt habe, jetzt storylos. Oder, habe gerade keine Hauptmission. Jupp, super. Genau, nur die ganzen Nebendinger. Und das habe ich auch schon gemerkt, was das heißt. Das heißt nur, dass ich glaube 15 oder 20 von diesen Racing Girls bekämpfen muss. Dann habe ich die Quest auch geschafft. Und dann die ganzen Köpfe aufhängen und da die ganzen Eulbilder filten, ist einfach so nebenbei. Okay, dann sind wir so gesehen jetzt auch hauptmissionslos aktuell. Okay, ich muss vielleicht bald zu Karten gehen, beziehungsweise auf seinen Anruf warten. Da wird eh schon was cool an Friends. Und das bedeutet, dass wir gleich schon eine der nächsten Nebenmissionen starten können. Denn ich habe schon ein bisschen rumgeforscht im Internet, was das alles noch für Quests gibt. Und da ich jetzt eh schon einige gemacht habe, bin ich schon fast fest der Überzeugung, dass ich alle Quests mache. Okay, ich will nicht direkt sagen, dass das Let's Play jetzt ein 100% Let's Play wird, aber ich will zumindest alle Nebenmissionen, die es gibt, machen. Und da es eh nicht gerade so mega viel sind, das umfangreichste ist eh nur das mit den Eulbildern. Machen wir mal eine der nächsten Quests. Und dazu müssten wir, wenn ich mich nicht recht täusche, zuerst zu... Jimbo's Bargain, war das hier? Es gibt das Bar, da muss ich hin. Und ich bin hier, okay. Da kann ich ja nur... Das ist nicht gerade so schwer zu gehen. Aber jetzt mal gucken wir mal ganz kurz in die Schule rein. Aber vorher, erstmal ganz kurz gucken. Vorher. Ah, nur noch 5 Minuten. Nicht mehr so viel Zeit. So, neue Charakterbogen. Captain Diabetes. Scott Melkinson. Heterozysten, rechtschaffend, Insulin, Diabetes und Kryptonit
ist Zucker. Er bekommt die Macht durch Diabetes. Das ist irgendwie richtig dumm. Keine Ahnung. Genau, wir bekommen relativ bald schon den nächsten Furz. Im ersten Teil war es ja die Macht, das sind das Fürze. Der Zeitfurz-Glitch. Es geht auch. Wir können ja schon mit dem Kampf, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Erzeugt eine Quantenverschiebung. Ha, Wahnsinn. Durch die nächste Nebenmission, die ich jetzt bald nebenbei triggern möchte, kann ich eine weitere Beschwörung dazu tun. Da gibt es auch nur 4. Ich glaube, 2 oder 3 bekommt man durch die Story und noch die anderen so nebenbei kann man sich noch zusätzlich holen. Und die würde ich auch ganz gerne sammeln. So, nochmal ganz kurz das Artefakt, da habe ich noch eins bekommen. Das nächste bei Rang 5. So, so ein großes Ding. Was haben wir denn da? Genital-Talisman. Ein mächtiger Kanal für Schwanzmagie. Geborgen aus der Unterwelt in Randy's Schrank. Also das sind Wörter, wo man sich immer denkt, hä, Schwanz? Das muss ja schwarz heißen, aber das heißt wirklich Schwanzmagie. Okay, und jetzt haben wir 50 Magie mehr. 140 Macht. Krass. Jetzt ganz kurz in die Schule rein. My parents totally drank too much last night. It was hilarious. Was hilarious. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt irgendwo da oben hinkomme, aber ich denke mal noch nicht. Weiter in der Schule. Genau, mit einem der nächsten Fürze, die man bekommt, kann man diese Windräder benutzen. Bisher kann ich nur diese Dinge hier verschießen. Oder sowas machen. Ich denke, in der Schule gibt es auch nichts Neues. Wo ich mich ein bisschen frei bewegen kann. Und zu dir will ich schon mal gar nicht gehen. Kann die Foto machen? Oh, you should take a selfie, new kid. I'm pretty down with the youth culture, okay? Oh, cool. Neuer Follower, Mister. Ich hab ne Mackey. Okay. Best friends forever. So, gehen wir ganz kurz rein. Guck mir kurz in der Schule mal um. Denn ich glaube, da habe ich doch das ein oder andere verpasst. Hier schon, jupp. Ach Gott, die South Park House. Das war eine der allerersten Folgen. Auf geht's, Chaos. Haut sie. Das waren noch Zeiten. Das ist schon 20 Jahre her. 21 eigentlich. Das haben wir schon 21. Staffel. Und die ich, soweit ich weiß, nicht so viele Folgen geguckt habe. Sollte ich auch mal nachholen, muss wieder ein Jahr übelst. Christmas Break seems so far away. Ja, interessiert doch keinen. Gehen wir mal in die Richtung. Jetzt hatte ich ein bisschen Angst, dass das ein Gegner ist, aber. It's time for us to get the information we need from Classy. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen out. Klassifiziert. Gehen zu Jimmys Zimmer. This is bullshit. Why do I have to stand lookout? Just shut up and keep watch, dumbass. Fuck you, I'm gonna fire too. Hey man, where's Jasper? I don't know. Kann ich hier lang gehen? Also der Fastpass. Ich habe jetzt aktuell nicht. Wir legen das nochmal auf. Ist auch nicht. Moment. Wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. Kann ja da noch nach rechts gehen. Ich bin so mega langsam. Dann gehen wir noch vom Rest des Partes hier zu Jimbos Guns. Denn damit können wir ein Gespräch triggern, das dann in einer Quest enden wird. Und mit dieser Quest bekommen wir dann eine weitere Beschwörung, die ziemlich interessant wird. Da bin ich schon mal gespannt. Hey, war ich hier schon mal? Crunchy's Micro Brew. Hey, was ist denn das?
Ach, ich bin da unten. Ach, ich bin so blöd. Hätte war ich ja noch gar nicht. Shippertown. War ich hier noch gar nicht? Damn it, forgot to throw the meatloaf. Guess it's the dollar menu again. Der gut war der Shit, the fuck. Der war echt noch gar nicht. Reiseroute? Supi. Ja, da müssen wir rein. Schon wo es ganz aber auch noch gar nicht. Das ist ein Fahrrad, ist dann. Sechs Gläser? Ne, zum Glück nicht. Die sind ja gefährlich wie die Russen, muss man aufpassen. Kosmische Klammernrezept. Lizard 8, Lizard AD, Fahrradlicht. Okay, wie geht das Rezept? Ich guck mal ganz kurz schnell. Crafting. Ui, Upgrade, plus 12 kritische Trefferschaden. Ein Hightech-Schadensverstärker, hergestellt aus einzigartigen kosmischen Metall. Ah, schnell mir her, ich glaube ja genug. Ist nur klebernd ein bisschen Müll. Das Ganze plus 2. Ne, lass ich mal. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Da brauche ich schon Rang 11. Da das Zeug noch. Was mache ich da am besten mal? Das hier nach Macaroni-Bild. Kostüme. Das sind nur die ganzen abgezogenen Sachen, die ich. Wer könnte das nochmal upgraden? Hier stellen. Zack. Und Titel. Tit-Elite. Was heißt das nochmal ganz genau? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ah, ist auch so ein großes Ding. Das hier. 146 jetzt. Cool. Legen wir das mal an. Ja, das ist ja auch so ein großes Ding. Da kann ich dann hier das andere hinlegen. Das Genitalteil ist, man lege ich dann einfach dahin. Bei Heldenrang 5, das wird ja auch nicht mehr so lange dauern, glaube ich. Das ist mein Charakter hier. Ah, dauert noch ein bisschen. Und habe ich irgend so ein Ding jetzt fertig? Tit Elite? Ah, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das habe ich schon alles gemeistert. Ach, keine Ahnung. Also wie gesagt, auf jeden Fall. Titelanwärter beendet. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht genau, was jetzt abging. Auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Part gehen wir rein in Jimbos Ganzen und starten eine ganz kleine Mastercrafter. Oder das vielleicht, weil ich irgendwas. Ich guck nochmal schnell. Das will ich jetzt wirklich wissen. Wahrscheinlich, wenn ich das hier gemacht habe, der Mastercrafter. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Part gehen wir rein in Jimbos Ganzen und starten eine kleine Nebenmission. Nur so von nebenbei. Also, ich denke mal, dass erst wieder es wird nicht die längste Mission sein. Also, ich denke mal, im übernächsten Part geht es wieder mit der Story weiter. Dann quetschen wir mal Classy aus und finden heraus, was ganz genau dahinter steckt. Da bin ich mal ziemlich gespannt, denn das klingt schon nach was ziemlich Großen. Da bin ich mal ziemlich gespannt. Also, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play South Park 2 The Fracture But Roll. Bis dann. Ciao.